Toscana Culinaria. Eine Einführung in die toskanische Küche vom Allerfeinsten. In einem audiovisuellen Furioso zu genießen, toskanische Gerichte, Fleisch- und Wurstwaren der Extraklasse. Und in Swissmade, Kunst und Wacholder. Mutter, Großvater, das Land ringsherum, die Freundschaften, also Piemont, Toskana, die Insel Elba, der Süden. Ich bin einfach großgezogen worden zum Koch. Nie und nimmer hätte ich Arzt werden können. Ristorante Il Cebreo in Florenz. Ein gastronomisches Mekka. Ob pikante Peperonisuppe oder kühle Tomatenmus, gefüllte Taube oder Kalbsfuß à la Parmigiana. In Cebreo verwandeln perfektes Kochhandwerk, gastronomische Intelligenz und die Liebe zur ländlichen Küche der Toskana die marktfrischen Naturprodukte in Antipasti, Primi und Secondi Piatti und Dolci, die eine Reise wert sind. Sono nato in una famiglia che cucinava, ma che più che altro mangiava, mangiava, mangiava. Ich bin in einer Familie geboren, in der man immer gekocht hat, vor allem aber gegessen. Am liebsten erinnere ich mich an den Moment, wenn mein Vater einmal in der Woche sagte, so, heute gehen wir in ein Restaurant essen oder in eine Trattoria. Und das konnte ein sehr volkstümliches Lokal oder ein erstklassiges Restaurant in Florenz sein. Oder auf dem Land, in einer majestätischen Villa oder im hinterletzten kleinen Gasthaus. Er sagte immer, wenn in einer Küche eine kleine Frau steht, die schwarz angezogen ist, fantastisch. Und jede Woche nahm er uns mit. Fantastico, capito? E ci portava tutte le settimane, capito? Per una vita lui. Ort: Antica Macelleria Cecchini, eine Metzgerei in Panzano im Chianti-Gebiet, die es zum Wallfahrtsort für Fleischliebhaber von Skandinavien bis Australien gebracht hat. Hauptdarsteller: Dario Cecchini. Zur Legende avancierter Metzger, Entertainer und Verteidiger alter toskanischer Fleisch- und Wurstrezepte. Ein Glas Wein aus dem Fiasco, krustiges Brot und ein paar Scheiben Finocchiona, Frischsalami mit Fenchelkörnern, erwarten den Besucher, ob er kauft oder nicht. La storia dice che a un certo punto Firenze è diventata la culla del Rinascimento
Die Geschichte sagt uns, Florenz war die Wiege der Renaissance, weil der Handel in Schwung war, die Währung stark und die Wirtschaft gesund und sehr elastisch. Das war die Grundlage. Aber es wäre nichts geschehen ohne den Geist, ohne die Handwerker und Künstler, ohne die Lust, einer Lebensauffassung Ausdruck zu geben, die etwas anderes war als Reue, als das Mittelalter und die Dogmen der Religion. Es war einfach die Lust zu sagen, ich bin lebendig. Mich freut das Leben auf dieser Erde. Und ich will meine Freude Ausdruck geben. So kommen dann die Bilder von Piero della Francesca, der Dom von Florenz, Giottos Kirchturm dazu und Brunelleschis Kuppel. Und zusammen damit kommt der Wein, die Musik, das gute Essen. Aber das ist nur das Ergebnis, eine Folge. Dahinter steckt die Seele. Viene il buon cibo, ma quello è solo il risultato, la conseguenza. Dietro c'è l'anima. Questo è il mio piatto preferito da mangiare, non da fare, la parmigiana di melanzane. Das ist mein Lieblingsgericht. Nicht, was ich am liebsten koche, sondern am liebsten esse. Auberginen und Tomaten mit Parmesan überbacken. Eine von Hand gemachte Mozzarella, die ist jedes Mal anders, ändert sich je nachdem, was die Tiere gefressen haben, ändert sich je nach der Hand des Käsers. Sie kann fantastisch sein oder gut oder so lala, hat aber immer Niveau. Aber manchmal macht es einen geradezu verlegen, so gut ist sie. Mir schmecken besonders die Zöpfe. Die sind außen ziemlich weich, haben aber innen drin eine Substanz, die beim Beißen schnalzt. Il grande segreto di questa parmigiana è il basilico. Una pioggia di basilico. Das große Geheimnis bei dieser Parmigiana ist das Basilikum. Basilikum muss es nur so regnen. Bei diesem Gericht mache ich fast gar nichts. Der Rohstoff macht fast alles. Ein wenig Oregano gebe ich dazu. Das hier ist ein besonderer, kommt aus Pantelleria, aus dem Garten der Signora Francesca. Può essere troppo anche. Jetzt der Pfeffer, den mag ich. Und das ist Peperoncino, kommt von meinem Vater. Auch davon ganz wenig, denn der ist wirklich eine Bombe. Boom. La famosa bistecca fiorentina, di cui tutti parlano. Die berühmte Bistecca Fiorentina, das Florentiner Rinderbeefsteak, von dem alle reden, das aber nur wenige in seiner wahren Natur gesehen haben. Ecco, immaginatevi come sottofondo un bel madrigale rinascimentale. Stellt euch als Hintergrund ein schönes Renaissance-Madrigal vor. Ich habe die gute Angewohnheit, bei der Arbeit klassische Musik zu hören. Das hilft mir bei der Arbeit. Einmal kam eine Historikerin zu mir und sagte, Cecchini, Sie glauben vielleicht, Sie tun etwas Besonderes, aber das ist nur eine Weiterführung der etruskischen Tradition. In Vetulonia ist ein Fresko in einem Grab, ein Metzger, der gerade einen Viertel Ochsen zerlegt, und ein Flötenspieler macht für ihn Musik dazu. Un quarto di bue e un flautista suona per lui mentre lui lavora. Glauben Sie also ja nicht, Sie wären besonders originell. Und ich habe ihr geantwortet, das weiß ich schon und gerade darum mache ich weiter. Also diese Bistecca Fiorentina, Filet und Lende und in der Mitte der Knochen, wie ein Kreuz. Gli Etruschi sapevano bene che l'aldilà anche e il ricordo del defunto ha bisogno del cibo. Die Etrusker wussten genau, dass auch im Jenseits die Erinnerung des Verstorbenen Speise braucht. Die Etrusker brachten ja Speisen in ihre Gräber, und in der gesamten mittelmeerländischen Tradition wird beim Leichenschmaus der Tod durch die Speisen in die Schranken gewiesen.
Denn die Speise ist gewissermaßen das Symbol und gleichzeitig auch der Bestand des Lebens, das weitergeht. La consistenza della vita che continua. La bistecca fiorentina non ha un'altezza precisa. È molto alta, però l'altezza è in base alla grandezza della lombata e alla sensibilità di macellaio. Wie dick eine Bistecca Fiorentina sein soll, ist nicht festgelegt. Sie ist ziemlich dick, aber das richtet sich nach der Größe der ganzen Lende und der Sensibilität des Metzgers. Jeder hat sein eigenes Maß und findet die richtige Stelle im Knochengelenk. Ecco la Fiorentina. Avete presente il gusto dell'acqua di quando da bambini si gioca, si ha caldo, si ha sete, quando l'acqua ti arriva in bocca? Ihr wisst doch, wie gut das Wasser schmeckt, wenn man als Kind spielt, einem heiß ist, man Durst hat und wenn einem dann das Wasser in den Mund rinnt. Brotbacken läuft ähnlich ab, aber auch andere Tätigkeiten bringen einen so in Hochstimmung, zum Beispiel einen Laib Parmesankäse anschneiden. Man entdeckt das Innere und gleich darauf kann man das Käseherz essen, das wunderbar schmeckt. È stanco, quando è triste, quando arrivi a casa la sera e sei da solo, non c'è la mamma che ti fa una carezza, non c'è la tua fidanzata. Wenn man müde ist und traurig und man kommt abends heim und niemand ist da, keine Mama, die dich streichelt, keine Freundin, keine Frau, keine Kinder und kein Freund, dann macht man sich eine Suppe aus Wasser, Butter und Parmesankäse. Und man ist 10 Minuten glücklich und kann ins Bett gehen. Das ist besser als ein Whisky, besser als alles andere. Ein wahrer Trost. Poi a lui. Era già un principiante. Non si pica. Carne che non sia fredda di frigorifero, ma carne come è in natura, cioè a temperatura, si appoggia sulla griglia molto vicina al fuoco per 4 minuti e si gira per ancora 4 minuti. È fatto. Das Fleisch darf keine Kühlschranktemperatur haben, sondern seine natürliche Temperatur. So legt man es auf den Bratrost, sehr nahe ans Feuer, 4 Minuten lang. Dann dreht man es um und nach weiteren 4 Minuten ist es fertig. Der Unterschied, und das muss man wissen, zwischen einem so zubereiteten Fleisch und dem sogenannten blutigen Steak liegt in der Rasse. Das Florentiner Beefsteak kann man überhaupt nicht blutig essen. Ein Fehler, wenn das im Kochbuch steht. Das Florentiner Beefsteak kann man nicht blutig essen, weil sich darin kein Blut bildet. Eine Prise frisch gemahlener Pfeffer, ein wenig Salz und wenn man will, ein paar Tropfen rohes Öl. Ich esse es ohne Öl, denn das Fleisch soll nach Fleisch schmecken. Wenn das Fleisch gut ist, ist das Essen wunderbar, das Gericht hervorragend. Wenn es nicht gut ist, kann man dazu tun, was man will, es hilft nichts. Doch weil das Fleisch hier gut ist, isst man es so. Se non è buona, uno ci può mettere qualsiasi cosa, ma non. Siccome la carne è buona, si mangia così. E questa è la Fiorentina. Viene tutti i giorni e viene a prendere il calciopaio. Il calciopaio è lui, il calciopaio è secco. Guarda, cara, eccola. Ha portato a braccetto per tutto Volterra. Vivi, poi la verdura, posso? La verdura fa un rumore quando è fresca. Das Gemüse hat ein eigenes Geräusch. Wenn es frisch ist und lebendige Zellen hat, hört man richtig, wie es knackt. Das gilt für Artischocken, für alles, auch für den Spinat. Agretti, sono buonissimi, lessati. Agretti, dieses Kraut hier, sind besonders gut, wenn man sie einige Minuten kocht und dann mit gutem Öl und Zitrone würzt. Aber du kannst sie auch so behandeln wie Spaghetti. Kurz überbrühen, dann Butter, Tomate und Parmesan dazu. Vorzüglich. Die macht man in Alufolie, mit Feldminze und Knoblauch drin. Das ist sehr einfach, in Folie packen und ins Backrohr. Questi si possono togliere.
Die kann man wegnehmen und mit den Hühnernieren und den Lebern zu einem Hühnerragout verarbeiten. Aber sonst löst man die hier aus und füllt sie. Auch das hier schmeckt sehr gut. Evidentemente attraverso la papilla gustativa passa tutta una serie di risveglio dei sensi che significano anche risveglio comunque della mente e anche dello spirito. Offensichtlich erwachen auf dem Weg über unsere Geschmackspapillen die Sinne. Und das bedeutet auch ein Erwachen des Verstandes und des Geistes. Was wiederum bedeutet, dass man dem Leben und der Wirklichkeit zugeneigt ist. Wenn wir noch einmal auf die Mystiker zurückkommen, also auf diejenigen, die etwas verweigern, was für unseren Körper so wichtig ist, wie das Essen, dann ist es offensichtlich, dass sowohl der Mystiker wie der Einsiedler sehr weit von der Wirklichkeit entfernt ist. Ich meine, der Säulenheilige, der auf eine Säule klettert und weder isst noch trinkt, beweist durch seinen Verzicht doch eine beträchtliche Loslösung von der Wirklichkeit. Kurz gesagt, Essen heißt auch anfassen, fühlen, verstehen. Essen ist auch eine Art, die Welt zu begreifen. Il profumo di questo fanno un arco, qui finisce il porcino e qui cominciano le piselle. Der Duft des einen und der Duft des anderen beschreiben einen Bogen. Hier hört der Steinpilz auf und hier beginnt die Feldminze. Wie eine Note, die mit einer anderen harmonisch zusammenklingt. Wenn du diese Harmonie hast, dann ist das schon Kochen, ist schon Alchemie. Du kochst sozusagen mit deiner Nase. Ci sono tante cose dentro questo coniglio disossato. C'è la salsiccia, c'è la scorza di limone, c'è la salvia, c'è il rosmarino, c'è il pepe, l'aglio, la carne di manzo, la carne. In diesem ausgelösten Kaninchen ist ziemlich viel drin. Erstmal Wurst, dann Zitronenschale, Salbei, Rosmarin, Pfeffer, Knoblauch, Rindfleisch, Brot, Milch, Muskatnuss, Parmesan. Und unbedingt notwendig ist die Liebe. Wenn du das nämlich jeden Tag machst, wird's langweilig. Du verliebst dich also in das, was du machst, oder es wird langsam zu etwas Abscheulichem. Wenn du es mit Liebe machst, kann es dir sogar passieren, dass es immer besser gelingt und zu einem Spiel mit den Einzelheiten wird. Und wer sich bei den Einzelheiten aufhält, der kocht mit der Zeit nicht übel. Bisogna assaggiare, assaggiare e capire dove sta andando il mangiare. È quello che serve per portarlo al punto giusto. Jeden Tag muss man probieren und nochmal probieren und capieren, was los ist mit dem Essen. Und genau dadurch stimmt dann alles. Das ist schön, aber auch sehr anstrengend, wenn man es jeden Tag macht. Ecco il segreto anche qui. Das Geheimnis auch hier? Zucker. Im September und im Oktober kommt kein Zucker dazu, aber im April schon. Vedi com'è tutto bruciato dentro, no? Ancora. Dopo basilico, che può andare. Quando uno vede una persona come Fabio, uno capisce deve essere di fronte a un pazzo. Wenn einer einen Menschen sieht wie Fabio, dann denkt er, er hat einen Wahnsinnigen vor sich, aber einen von der wunderbaren Sorte, wie zum Beispiel Michelangelo. Die großen Künstler verzehrten sich in ihrer Kunst und starben. Mozart ist jung gestorben, weil er es nicht mehr schaffte. Er konnte gar nicht mehr leben. Und alle sagen, wenn Mozart länger gelebt hätte, wer weiß, was er noch alles gemacht hätte. Aber was hätte er noch machen sollen? Chissà cosa avrebbe fatto. Ma cosa doveva fare?
ha fatto tutto quello che era possibile fare, anche di più. Er hat alles gemacht, was möglich war, und noch mehr. Er schrieb das Requiem, als er schon im Sterben lag. Beim Dies Irae bekommt man Gänsehaut. Non ce la faceva più. E quando uno vede appunto un cuoco così. Und wenn einer einen solchen Koch sieht, dann sagt er, ja, das ist die Tradition, das ist die Lebensfreude. Qui è come uno c'ha tutti i sapori della Toscana in bocca. Sente il nostro vino, le viole nei prati. Einer, der alle Aromen der Toskana in seinem Mund hat, unseren Wein schmeckt und an den Veilchen auf den Wiesen riecht, dem geht es gut, denn er hat Zugang zur Seele. In unserer Metzgerei nennen wir das eine Renaissance-Terrine. Zur Zeit von Lorenzo mussten für die großen Festessen nicht nur außergewöhnlich gute Speisen zubereitet werden, sondern auch Gerichte, die sehr spektakulär aussehen mussten. Un maiale verde, un pasticcio di maiale che con il contatto in cottura con le bietole crude diventa verde. Ein grünes Schwein. Ein Schweineauflauf, der mit rohem Mangold zusammengekocht wird und sich dadurch grün färbt. Das war ein Gericht, mit dem man ziemlich viel Staat machte, wie man auch hier sieht. Und noch immer wird das Gericht genau wie damals zubereitet. Carne di maiale, coscia fresca e magra di maiale toscano. Eine frische und magere toskanische Schweinelende. Die Soße von Caterina de' Medici, der Ahnfrau des Grafen Bechamel. Bekanntlich lernte der Graf die Zubereitung dieser Soße von den Florentinern, als Caterina für ihre Hochzeit nicht nur Pagen und Diener mit nach Frankreich nahm, sondern auch die eigenen Metzger und Köche. Sie aß mit Recht gern gut und wollte nicht in ein fremdes Land ziehen, ohne mit allem wohl versorgt zu sein. Era golosa e quindi non poteva andare in una terra straniera senza essere ben premunita, cioè in Francia si mangerà sicuramente. Ob man schon damals so gut von der französischen Küche sprach wie heute, ich weiß nicht. Auf jeden Fall verließ sich Caterina für ihr leibliches Wohl auf ihre eigenen Köche. Questo poi è il grande segreto della cucina italiana, ma in particolare di molti piatti della cucina toscana, il soffritto. Das große Geheimnis der italienischen Küche, aber insbesondere vieler toskanischer Gerichte, ist das Soffritto. Klein gehackte, in Öl gedünstete Zwiebel, Karotte und Stangensellerie. Oft macht das Soffritto den Unterschied, denn seine Herstellung ist mühsam, dauert. Und doch ist es die nötige Grundlage für viele unserer Suppen und Gerichte. Ein schlechtes Soffritto kann zu tragischen Ergebnissen führen, die man schmecken kann. Karotte, Stangensellerie, Zwiebel. Come si può dire tre foglie di basilico quando le foglie di basilico a volte sono così, alle volte sono così, alle volte è basilico di aprile, alle volte è basilico di luglio. Wie kann man sagen, es braucht drei Blätter Basilikum, wenn die Basilikumblätter mal groß und mal klein sind? Es gibt ja Basilikum ebenso im April wie im Juli und der Geschmack ist jeweils ein anderer. Es kommt auch darauf an, wo das Basilikum gewachsen ist. Ein Bekannter auf der Insel Elba hat einen Gemüsegarten, 7 Meter vom Meer entfernt. Dort wächst das beste Basilikum der Welt. Die Dinge ändern sich, variieren.
Und wenn dich jemand um ein Rezept bittet und nach den Mengen fragt, ist das bereits ein Problem. Denn wir improvisieren irgendwie wie Musiker. Nicht mit dem Ohr, aber mit dem Gaumen. Una signora arrivò con un bambino molto piccolo e con una pappa già preparata in una borsa e mi ha chiesto per favore può riscaldare questa pappa per il bambino. Einmal kam eine Frau mit einem Baby und einem schon fertigen Essen in der Tasche und fragte mich, ob ich das Essen für ihr Kind wärmen könnte. Da konnte ich mich nicht beherrschen. Ich brachte das Essen in die Küche, schüttete es in einen Topf und probierte es. Es schmeckte entsetzlich. Es war ohne Salz, Butter und Öl. Da gab ich einen Tropfen feinstes, reines Olivenöl und eine Handvoll Parmesan hinein und brachte es dem Kind. Wie meistens verweigerte das Kind auch jetzt die Nahrung. Doch als die Mutter das Kind ein wenig vom Finger lecken ließ, griff es nach dem Löffel und aß. Die Mutter sagte, was haben Sie denn mit dem Essen gemacht? Nichts, außer Öl und Parmesan dazugegeben. Olio e parmigiano. Noi rappresentiamo da sempre, per noi intendi macellai, l'altra faccia della medaglia. Per la Chiesa noi siamo sempre stati il lato oscuro. Wir Metzger sind seit eh und je die Kehrseite der Medaille. Für die Kirche verkörperten wir immer die finstere Seite. Die Priester, die Katholiken, predigen die Tugend, die Reinheit, die Reue, die Abtötung des Fleisches. Wir nicht. Wir predigen etwas anderes, nämlich Lust, Genuss und Vergnügen. Manchmal auch die Ausschweifung, warum auch nicht. Man kann im Übermaß Essen und Wein trinken, wenn man in guter Gesellschaft ist und mit Freunden zusammensitzt. Was ist schon dabei? Keiner stirbt. Und alle sagen am nächsten Tag, wie herrlich haben wir gestern gegessen und getrunken. Che bella mangiata e che bella bevuta che abbiamo fatto ieri. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir. Io credo che un cibo troppo raffinato. Ich glaube, dass ein zu raffiniertes und gewissermaßen überzüchtetes Essen uns immer weniger begreifen lässt, aus welchen Stoffen wir eigentlich geschaffen sind. Un giorno avevo qui una grossa minestra di pane, di patate, va bene? E questo. Einmal hatte ich eine riesige Menge Kartoffelsuppe gemacht. Da bin ich ein wenig dran gestoßen und die Kartoffelsuppe fiel auf den Boden. Wir hatten 70 Leute zum Abendessen und es war eine Tragödie. Ich hatte ein Fleischgericht mit Salbei und Rosmarin gekocht, so wie das hier. Da nahm ich in der Eile, um etwas Leichtes, aber Gutes zu machen, den Topf mit den Salbei- und Rosmarinresten, dem Knoblauch, den ich immer hier habe, Salz und Muskatnuss, und habe angefangen, Polenta zu kochen. So entstand eine besondere Polenta, die ich jeden Tag mache. Auch im Juli bei 40 Grad im Schatten, weil die Gäste sie immer verlangen. Sie ist einfach, aber gut und angenehm. Kein Geniestreich. Es hat sich einfach so ergeben. Non è un colpo di genio, è un colpo di necessità. Se viviamo bene, la morte sarà più leggera. Se viviamo bene, la morte più lontana. Wenn wir gut leben, wird uns das Sterben leichter fallen. Wenn wir gut leben, halten wir uns den Tod vom Leibe. Noch heute gibt es ein Sprichwort, das sagt, bei Tisch wird man nicht älter. Eine Stunde bei Tisch mit Freunden ist ein Lebensjahr, das wir dazugewinnen. Es ist so. Schön ist die Jugend, aber schnell geht sie vorbei. Wer genießen will, genieße. Denn was morgen ist, weiß keiner. Mi dispiace lasciare la terra, perché la terra è un bel posto, a parte gli uomini, a parte tutte le storie orribili. Es tut mir leid, von der Erde wegzugehen. Sie ist ein schöner Ort. Abgesehen von den Menschen und den grauenhaften Geschichten, die es gibt, ist es hier doch recht angenehm. Ein Salatkopf hier über meinem Kopf, das ist wunderbar. Und diese Dinge verlierst du. Du verlierst den Peperoncino, Mozart, die Malerei und überhaupt alles, was dich am Leben erhält. Das stimmt, aber es ist ein Kreislauf. Du musst dich fügen. Wichtig ist, beim Sterben ein wenig Peperoncino in der Hand zu haben, den man seinen Kindern schenken kann. Oder?
Da stirbt einer und sagt, das sind die letzten Peperoncini. Dann macht er den Laden dicht und aus ist's. Es gibt die Armenküche, die viel erfindet aus Armut. Es gibt die reiche Küche, die viel erfindet, weil sie alles zur Verfügung hat. Und es gibt die gutbürgerliche Küche, die eigentlich nur die Sachen der Region benutzt und nichts anderes. Und das ist so eine, das ist eigentlich die traditionelle Küche. Seggiano am Fuß des Monte Amiata in der Toskana. Der Kunstgarten des weltbekannten Schweizer Künstlers Daniel Spörri. Für auswärtige Besucher ganzjährig geöffnet. Seit den 60er Jahren praktiziert Spörri Kunst als Essen und Essen als Kunst. Sein Begriff für die Umwandlung von Lebensmitteln in Kunstwerke: Eat Art. Außerdem ist der Künstler leidenschaftlicher Koch. Das ist dieses Gewürz, sieht so aus, jetzt, heute, vor 2-3 Stunden habe ich es gepflückt von Wacholderbäumen, die hier neben dem Haus wohnen. Grün wird es wie ein Gemüse, sehen Sie, hier habe ich es klein geschnitten, gehackt. Das kommt. Jetzt, weil es doch etwas hart ist, kommt es sofort dazu. Es kommt Zwiebel dazu. Südlich von dem Apennin, sagen wir mal, gibt es keinen geräucherten Speck. Das Geräucherte, was in Deutschland, in Tirol und dann über das Tirol bis in die Lombardei, die Tradition, also als Tradition gibt es nicht in der Toskana. Also ist es gewöhnlicher, gesalzener Speck, sogenannte Pancetta. Eigentlich ist es ja nur Wacholder, ein bisschen Speck und Tomaten. Solchen Rezepten brauchen die Italiener selbst sehr oft diese Büchsen. Italiener, weil sie dann auch übers Jahr hinweg immer dieselbe Qualität haben und in Restaurants sowieso. Und die sind auch sehr frisch gepflückt, die werden sofort eingemacht. Also die Italiener haben keine Scheu vor Büchsen. Das ist jetzt nicht aus Notwendigkeit, ich hätte genauso gut frische nehmen können. Das Spörri-Prinzip, die Verwandlung sich fremder und banaler Objekte in hintersinnige Kunstwerke. Zurzeit arbeitet der Erfinder des sogenannten Fallenbildes, auf ihre Unterlage fixierte Schüsseln, Teller und Speisereste, an seinem Beitrag für eine Ausstellung des Centre Pompidou Paris. Thema: der Begriff des Raumes. Ich habe das eigentlich falsch verstanden irgendwie, glaube ich, am Anfang. Und dachte einfach, l'espace des artistes. Es ist aber viel hochgestochener. Und da habe ich das sofort so interpretiert, ja gut, dann mache ich euch meinen Raum, in dem ich überhaupt angefangen habe in Paris, als ein armer Schlucker in einem kleinen Monatszimmer. Das war eben 3 auf 4 auf 2,5 Meter. Und dann
dort habe ich dieses Fallenbild erfunden und überhaupt dort bin ich sozusagen geboren als Künstler. Ich wollte einen Augenblick fixieren und ihn so lassen und sagen, jeder Augenblick in jeder Position ist in Anführungsstrichen schön. Es ist nicht nötig, dass ein Herr Spöri kommt und jetzt irgendeine Komposition macht. Man muss wissen, das war damals auch in der Nachfolge des Taschismus, wo es diese abstrakten Flecken gab und der eine machte ein bisschen gelblicher und der andere ein bisschen bläulicher und ein bisschen größere Flecken und kleinere Flecken und so weiter. Und da haben wir einfach gesagt, und jetzt zeigen wir, dass eigentlich alles schön ist. Und jeder Augenblick. Und darum ging es mehr. Jetzt kommt Sahne. Das ist schon nicht sehr toskanisch. Es gibt wenige Gerichte mit Sahne. Aber in dem Fall muss es sein. Das Wässerchen ist Gin, also ein Wacholder-Schnaps, noch einmal, der das Ganze, diesen vielen Wacholder noch einmal, noch zusätzlich noch einmal würzt. Ich bin mit dem Bürgermeister vom Dorf in die Schweiz gefahren und habe ihm Fondue gezeigt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist nicht schlecht. Das machen wir aber auch, nur tun wir nicht mit Brot tunken, das ist ja nicht nötig. Wir machen es mit Spaghetti und wir nennen es ai quattro formaggi. Das war dann seine Antwort. Sie sahen Toscana Culinaria.